Achso, da hätten wir halt unten die Dinger lesen müssen, glaube ich, in den Tempeln. Auch das, glaube ich, überspringe ich mal gerade und schaue mal nach, was die Antworten sind. Stell deine Fragen. Welche Kaste von Jakenda ist es, der du angehörst? So. Dann mal los. Die Totenwächter. Die Fähigkeiten eines Totenwächters hätten es dir ermöglicht, mich zu erwecken. Das ist wahr. Wenn du wirklich der bist, der du vorgibst zu sein, wirst du alle meine Fragen beantworten können. Bis auf eine. Wer schützte einst das Volk von Jakendar vor feindlichen Angriffen? Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Die Priester. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Die Kriegerkaste. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Die Gelehrten. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor dem Bösen zu schützen? Ich weiß es nicht. Gut, ich vertraue dir und werde dir meine Hilfe gewähren. Jetzt hör mal zu, Meister. Ein ganz übler Bursche hat sich Zugang zum Tempel Adanus verschafft. Wenn du mich nicht gleich in den Tempel lässt, ist es vielleicht schon zu spät. Und es geht hier alles den Bach runter. Das kann nicht sein. Der hohe Priester Kardimal und ich sind die einzigen in Jakendar, die wissen, wie man das Eingangstor zum Tempel Adanus öffnet. Tja, dann wird wohl dein Kumpel Kardimon geplaudert haben. Ich sage dir, das Tor war offen. Ich habe es selbst gesehen. Nun, es liegt Wahrheit in deiner Stimme. Ich werde nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Das will ich auch hoffen. So nimm denn das Losungswort. Es steht auf dieser Steintafel. Sage die Worte am verschlossenen Tor des Tempels und es wird sich öffnen. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann dir leider nicht mehr helfen. Doch bedenke, hüte dich vor den Kammern Adanos. Sonst ist es dein sicherer Tod. Moment mal, was ist mit den Kammern? Meine Kräfte schwinden. Leb wohl. Wir sehen uns wieder im Reich der Toten. Okay, mach's gut. Tschüss. So, dann nochmal schnell zurück zu den Wassermagiern auf jeden Fall. Da wollte ja auch einer noch unbedingt Bescheid wissen, wenn wir mit einem Geist geredet haben. Das passt jetzt ja gerade wunderbar. So, genau, ein Freund für die Zukunft. Ich glaube, wir pennen auch noch mal eine Runde. Das ist wieder ein wenig Future Friend Zone, ja. Dass wir ein wenig Dings haben. Wenig Licht, oder? Wer, wolltest du das mit dem Geist? Ich habe mit Quahodron gesprochen. Dann hast du ihn tatsächlich aus dem Reich der Toten erwecken können? Das ist unglaublich. Ich bewundere diese Erbauer immer mehr. Wer weiß, was sie noch zustande gebracht hätten, wenn sie heute noch existieren würden. Was hat der Geist gesagt? Er gab mir etwas, mit dem ich in den Tempel Adanos hineinkomme.
Dann geh gleich zu Saturas. Ihn wird sicher interessieren, was du zu sagen hast. So. Okay. Hey, du. Du kannst, glaube ich, immer nur noch handeln, oder? Das interessiert mich nicht. Kein Grund, in mir drin zu stehen. Ich hätte das nicht gemacht. Das war keine große Sache. Hey. Man muss eben aufpassen. Das Problem mit dem Tor am Tempeleingang ist gelöst. Das hab ich Hat der Geist geredet? Ja, das hat er. Du weißt also, wie du in den Tempel gelangst? Richtig. Und er hat mir auch verraten, was sich im Tempel befindet. Er sprach von einem mächtigen Schwert und den Kammern Adanos. Bei Adanos? Was sind wir doch für Narren? Wie konnten wir nur so arglos sein? Die Hinweise in den Aufzeichnungen. Es kann sich bei diesem Schwert nur um die Klaue Belias handeln. Wir müssen so schnell wie möglich die Kammern überwinden und die Waffe in unseren Besitz bringen. Was sind die Kammern Adanos? Wir wissen jetzt, dass das Eingangstor nicht die einzige Hürde ist, um ins Innere des Tempels zu gelangen. Im Tempel selbst gibt es drei Kammern, die alle Eindringlinge aufhalten sollen. Die farbigen Reliquien der Erbauer sind der Schlüssel dazu. Nur wenn wir alle Reliquien beisammen haben und die Rätsel auf ihnen lösen, kommen wir ins Allerheiligste des Tempels. Ich weiß nicht, ob Raven die Rätsel des Tempels entschlüsseln konnte. Aber falls dies der Fall ist, haben wir ein großes Problem. Was ist die Klaue Belias? Sie ist die Inkarnation des Bösen. Belia selbst hat sie erschaffen. Jeder, der sie trägt, verfügt über ein schreckliches Werkzeug der Zerstörung. Je mächtiger sein Träger ist, desto gewaltiger ist die Macht der Klaue. Nur jemand, der stark im Geiste und standhaft in seinem Glauben ist, kann ihrem Bann widerstehen. Jetzt ist mir klar, warum die Erbauer dieses Tal abgeriegelt haben. Sie hatten diese Waffe des Übels in ihre Stadt gebracht und verfielen ihrem Bann. Diese überheblichen Trottel haben sich aus Habgier gegenseitig umgebracht. Die Grausamkeiten kannten kein Ende, bis Adanos Zorn über dieses Land fegte und alles im Meer versinken ließ. Wahrlich, die Schöpfer des Portals taten gut daran, diese Dinge vor dem Rest der Welt zu verbergen. Welch ein tragisches Ende für so eine wunderbare Kultur. Erkennst du jetzt die Dringlichkeit unserer Mission? Raven ist ein starker Kämpfer und verblendet von seiner Gier nach Macht. In seiner Hand wird die Klaue zu einem Instrument der Vernichtung. Er darf die Waffe nicht bekommen, sonst sind wir alle verloren. Was genau soll ich mit den Reliquien im Tempel machen? Wir wissen zu wenig. Doch du wirst ihre Bedeutung hoffentlich erkennen, sobald du im Tempel bist. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr dazu sagen kann. Jetzt liegt alles bei dir. Nimm die Reliquien an dich und begib dich umgehend in den Tempel. Adanos möge dir gnädig sein und uns alle beschützen. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Adanos möge dich schützen. Okay, ja, hoffen wir das Beste. Genau, wohl Goldstücke habe ich ja mittlerweile mehr als genug. Ich gehe trotzdem nochmal eine Runde pennen. Nett, dass ihr mir zumindest ein Bett freigelassen habt. Oh, geweihtes Wasser. Cool. Das ist jetzt meins. So, dann Banditenlager bitte. Du bist besser nicht hierher gekommen. Hey. Diese Rüstungswechseln. Ich sehe das ein wenig anders.
So, hallo, hallo. Wir haben hier schon mal einigermaßen aufgeräumt. Sieht aber ähnlich aus wie das Ding halt in Kurinis, wo die Wassermagier drin waren. Vom Aufbau. Yerhedra, Akantar. Man dankt. So, hallo Tempel. Das sieht nach einem Schalterrätsel aus. Gibt es hier irgendwelche Hinweise? Scheinbar nicht. Das da oben ist jetzt aber auch nicht so wirklich zielführend, habe ich den Eindruck. Das hat es wohl was gebracht, okay? Schön. So, wegen Durchdings wahrscheinlich. Die Herren Steinwächter. Nichts zu holen. Mir gibt es einfach nur ein bisschen was noch zum Mitnehmen. Ist hier was Essentielles? Fallen. Ja, hier auch. Ist das hier alles nicht so zielführend? Sehr lange Räume mit sehr viel Fallen. Kann ich halt hier auch keine Reihenfolge oder irgendwas erkennen. Eins oder zwei reicht.
Was meinst du? Ah. Das vielleicht. So, das sieht jetzt aber auch nicht so nett aus. Von daher wird nochmal gespeichert. Obwohl, jetzt kann ja eigentlich nichts passieren. Okay, doch. Also klar, wir können es nochmal irgendwie rauspacken, aber... Gut, wie kommen wir jetzt darüber? Müssen wir vielleicht wieder auf irgendwas drauf schießen? Pling. Ich glaube, da würde es tatsächlich auch ein wenig helfen, wenn man mehr Texturen hätte. Warte mal, kann ich vielleicht eventuell am Rand vorbei? Nee. Ich glaube, da probiere ich jetzt einfach mal ein bisschen durch, bis ich hier den Weg gefunden habe. So, dann darüber. Okay. Das hat funktioniert. Sehr schön. Fackel oder Lichtzauber, ja genau, das wäre auch noch eine Idee. So, das geht ja mittlerweile auch ganz gut. So, gute Nacht, meine Steinwächter. Da ist nichts zu holen. Ich glaube, die haben halt echt, bis auf diesen einen, der die Dings hatte, glaube ich halt echt nichts Sinnvolles dabei. So, guck mal. Einhandkampf, Lebensenergie, Mana nehme ich mit, Halskette nehme ich mit. Schöne Opfergaben habt ihr da. So, ich glaube, die Lebensenergie-Dinger haue ich mir direkt mal rein. Also, der Schlüssel. Dankt. So, einen Zweierkampf hole ich mir auch gerade mal noch mit.
Da ist nichts zu. Ne, ihr habt echt nichts dabei. Okay, cool, cool, cool. Aber wir haben ja noch ein bisschen hier weiter, was wir noch erkunden können. Noch mehr Zeug zum Erkunden. Schauen wir hier mal runter. Und dann nehmen wir mal den Gang in der Mitte. Oh. Eine Ratte. So, du hast da auch ein bisschen was an Loot versteckt hier. Wie frech. Nichts zu holen. Mal zwei. Nichts zu holen. Hauen wir euch gerade mal alle platt. Ja, du hast ein bisschen Pilze da rumliegen lassen. Ich müsste mal wieder Pilze mitnehmen. Trank, Trank, Axt. So, ich glaube, hier speichere ich mal ab. Ich weiß nicht, wie viel Dietrich ich noch habe. Ich habe das Gefühl, so langsam gehen die auch zur Neige. Okay. Brauchen wir gar nicht. Gold, Stärke 3. Juwelenschatulle, cool. Na, dann haben wir jetzt noch einen den letzten Weg vor uns. Was gibt's denn hier Schönes? Ah, da rennt jemand rum. Eine Ewigkeit lang war mein Geist gefangen. Nun bin ich endlich frei. Das Schwert hat einen neuen Träger. Die letzte Kammer wurde geöffnet. Aber die Pforte sieht ziemlich verschlossen aus. Dies hier ist nicht die Pforte zur letzten Kammer. Diese Pforte führt dich in den Raum davor. Der Träger hat sie hinter sich verschlossen. Wie öffne ich die Pforte? Bewege einen der Hebel. Irgendeinen? All diese Hebel öffnen die Pforte. Nicht alle Hebel lösen die Falle aus, richtig? Doch, das tun sie. Dein Vater hat die Falle erbaut. Woher willst du wissen, wie sie funktioniert? Quarodra, ich höre noch immer die Hammerschläge auf der anderen Seite des Tores. Seit so langer Zeit. Das Schwert ließ mich sehen. Seine Rache. Für mein Versagen. Das heißt, du hast gesehen, welcher Hebel der richtige ist? Ich habe es seit langem vergessen. Denk nach. Es ist so lange her. Warte mal. Wenn du die Kraft dazu hast, versenke es in den Tiefen des Meeres. Probierst du jetzt weiter? Wenn du die Kraft dazu hast.
Nichts zu plündern. Hey, du! Seht, wer gekommen ist! Mein Meister hat mich davor gewarnt, dass Enos seine Schergen schicken würde. Aber dass du so früh auftauchst, hätte ich nicht erwartet. Nun, da du so schnell warst, werde ich dir auch einen schnellen Tod schenken. Du hast deine Seele an Belia verkauft. Zu einem guten Preis. Als General werde ich seine Armeen befehligen. Und was ist mit dir? Weißt du, wie viel deine Seele wert ist? Ich mache nur das, was getan werden muss. Hört ihn euch an! Deinen bescheidenen Diener schickst du mir, Enos! Bist du sicher, dass ich ein Diener Enos bin? Was? Was redest du da? Hältst du es nicht für möglich, dass ich ein Diener Adanos bin? Unsinn! Vielleicht diene auch ich Belia. Oder nur mir selbst. Nun, in diesem Fall wirst du nicht einmal ein würdiger Gegner für mich sein. Mir reicht's jetzt. Lass uns anfangen. Hast du es so eilig zu sterben? Ganz wie du willst. Na gut. Dann kommen wir her, Raven. Ich glaube, auf das Schwert freue ich mich auch schon. Wohl für zwei Händler. Wahrscheinlich werde ich es halt noch lange, lange nicht tragen können. So. Warte mal kurz. Mal gerade die Nase kratzen. Weiter geht's. Was macht denn bei dir so die magische Armbrust? Oh, einiges. Das ist ja tatsächlich ziemlich effektiv. Nur 500 Erfahrung, so ein bisschen mau, muss ich ja zugeben. Naja. So, Claubelias, danke. Raven. Du hast einen Apfel, sehr gut. Wacholder, Giant-Tafeln. Ein paar Goldbrocken. Ein wenig Sumpfkraut.
Da geht es erstmal nicht weiter. Sie ist wieder zurücklaufen. So, Klaue Belias. Wer die Orkschleier Sturmknecht Runen macht. Chance auf extra Schaden. Ah. Diese Waffe lässt sich nicht anlegen. Okay, gut. Da wird ja wohl noch testen dürfen. Jetzt muss ich wirklich den ganzen Weg wieder zurückrennen. Nein, muss ich nicht. Ja, vielleicht war ich einfach zu weit weg, das hier zu aktivieren. Nee. Jetzt. Das ist doch mal nett. Ausgang. Irgendwas zum Looten da? Nö. Hey, du schon wieder. Willst du dich nochmal mit mir anlegen, oder was? Ich hab's geschafft. Raven ist erledigt. Damit hast du Belia einen kräftigen Tritt verpasst. Dann wirst du jetzt weiterziehen? Meine Aufgabe in diesem Tal ist beendet. Ich könnte mich mal ein paar Tage ausruhen. Ja, du bist ständig unterwegs, was? Ich wünsche dir eine gute Reise. Wer weiß, vielleicht laufen wir uns nochmal über den Weg. Wer weiß, es gibt eine Menge Tore und Durchgänge, die du durchqueren wirst. Und an einem solchen wirst du mich finden. Okay, Torus ist also an einem Tor. Na, sieh mal einer an. Wie überraschend. Also der eine, genau, du wolltest ja irgendwie so einen grünen Novizen. Ja, aber ich habe jetzt keinen Bock, das hier abzusuchen. Ich glaube, sonst können wir ja auch wahrscheinlich wieder zurück. Falls ihr irgendwann mal Lust habt, die Quest noch zu machen. So, huldigt mir. Der nicht so. Die Erdbeben haben aufgehört und wie ich sehe, weilst du immer noch unter den Lebenden. Heißt das, dass deine Mission erfolgreich war? Ja, Raven ist tot. Dann ist es also vorbei. Ardanos sei Dank. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Wir stehen tief in deiner Schuld. Du hast dem Bösen eine mächtige Waffe entrissen und das Gleichgewicht in diesem Teil der Welt wiederhergestellt. Als die Erdbeben verstummten, haben wir beraten, was nun geschehen soll, und wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Geh hin und nimm die Klaue Belias. Sie soll nun dir bestimmt sein. In deiner Hand kann sie ein mächtiger Verbündeter für uns sein. Nutze sie weise, mein Sohn. Ardanos möge dir dabei helfen. Wir werden hierbleiben und dafür sorgen, dass der Tempel wieder zu altem Glanz erblüht. Nur Myxia ist schon nach Korenis aufgebrochen, um Vatras zu unterstützen. Vatras ist schon zu lange alleine in der Stadt gewesen. Ich habe die Klaue Belias an mich genommen, doch ich kann sie nicht anlegen. Die Klaue Belias ist eine ganz besondere Waffe. Sie hat einen eigenen Willen und Bewusstsein.
Du, der nun diese mächtige Waffe besitzt, bist ihr Herr und Meister. Sie ist ein Teil von dir und wird sich deinen Fähigkeiten anpassen. Doch tut sie das nicht aus freien Stücken. Nur Belia selbst kann sie dazu zwingen, dir zu gehorchen. Was kann ich mit der Waffe tun? Das liegt in deiner Hand. Du hast die Waffe erobert und bist nun ihr Herr. Ich kann dir nur empfehlen, was du damit machen kannst. Entweder du übergibst sie mir und ich werde dafür sorgen, dass sie keinen Schaden mehr anrichtet, oder du machst dir ihre Macht zu nutzen und verwendest sie im Kampf. Warum sollte Belia mir helfen? Nur ein Gebet zu ihm kann das bewirken. Aber sei vorsichtig, Belia ist niederträchtig. Wenn du seinen Zorn erregst, dann wird er dich das spüren lassen. Verstehe. Könntest du die Waffe nicht verwahren? Wenn du sie mir gibst, dann werde ich sie unschädlich machen, damit niemand mehr sie missbrauchen kann. Überleg dir also gut, was du tun wirst. Was werdet ihr nun tun? Wir bleiben hier und verhelfen dem Tempel wieder zu Glanz und Größe. Allzu lange schon verweilen seine Mauern in diesem beklagenswerten Zustand. Was dich angeht, mein Sohn, es freut mich zu sehen, dass ich mich in dir getäuscht habe. Du bist der Bewahrer des Gleichgewichts. Daran gibt es keinen Zweifel mehr. Ohne deinen Mut und deine Kraft wäre die Insel von Korinnis untergegangen. Wir danken dir und werden deiner in Ehren gedenken. Widme dich jetzt wieder den anderen Aufgaben, die noch vor dir liegen, und gib dieser Welt wieder Gleichgewicht und Frieden. Geh nun und erfülle dein Schicksal, Bewahrer. Unsere Gebete begleiten dich. Adanos möge dich schützen. So, dann schauen wir doch mal. Achso, da hat man die Dings, kann ich jetzt auch wieder ausziehen. Banditentracht. Ist zufälligerweise da unten noch so ein Gebetsschrein? Achso, wir könnten Greg vielleicht auch nochmal Bescheid sagen. Fällt mir gerade ein. Nö. Dann sagen wir Greg mal Bescheid, dass die Banditen jetzt erstmal... Ja, zumindest Raven erledigt ist. Vielleicht freut er sich ja. So, Canyon. Und ab nach unten. Wie lange ist es denn noch bis zum nächsten Stufenaufstieg? Naja, es wird so langsam. So, 139, 200... Oh, es wird ja, es wird ja, es wird ja. So, warte mal, wir haben 76, ja. Ey, wo sind meine Waffen eigentlich hin? Wahrscheinlich hat das abgelegt, als ich Klaue Belias angelegt habe. Wo wir gerade davon reden, wo ist die? Da ist er. Wir haben im Moment ja auch noch nicht gebetet, von daher bringt das, glaube ich, noch nichts. Gut, hier ist nichts Neues. Ich glaube, hier die Quests haben wir auch alle erledigt, oder? Ja, müsste. Das ist doch alles nur Gerede. Nee, wir haben die wirklich erledigt. Das ist nicht nur Gerede. Wird sich das jemals ändern? Raven ist erledigt. Donnerwetter, das hätte ich ja nicht gedacht. Hast ihn kalt erwischt, was? Das ist mir doch glatte 500 Goldstücke wert.
Du bist ein wahrer Teufelskerl. Weiter so. Na, danke. So, hallo 929, willkommen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Kannst du mich nach Korinnes bringen? Wie oft noch? Nein. Aber Raven ist doch tot, Mensch. Man musste es ja so. Er weiß ja nicht mal, wie man ein. Dann klauen wir mal noch ein bisschen. Das ist wirklich nicht mein Problem. So, Holder, Degen und einige Dietriche. Sehr gut. So viel wie mit letzter Zeit hier abgebrochen sind, macht sich das ja dann auch mal wieder gut. Ja, ja. Ich habe hier schon genug gegrindet gerade. Ich wundere mich über gar nichts mehr. So, aber jetzt. Dank Gottmodus kommen wir jetzt etwas besser voran. Das ist echt eine Katastrophe mit dem Spiel teilweise. Ja, Questmarker, die Klaue Belias, Irrwege, Vorhut der Wassermagier. Was ist das denn? Achso, stimmt, den Lance. Müssen wir wahrscheinlich noch irgendwo suchen. Genau, du wolltest jetzt das Ding. Die behalte ich. Okay. Zeit mal wieder das DLC-Gebiet zu verlassen. Naja, super. Dann habt ihr ja alle was zu tun nebenher. Sehr schön. So, ah ja, jetzt haben wir, glaube ich, auch alle Dings hier mal erledigt. So, genau die Viewtime. Wohl mittlerweile, ich habe ja den Affiliate-Status. Weiter wird es halt auch nie kommen hier. So, dann wären wir dann wieder zurück. Ja, der Claptrap-Charakter hat es hier bestimmt angetan. So nett wie der ist. Ich meine, wenn du ihn allein spielst, kannst du ja die anderen Leute zumindest nicht mit den Special-Fähigkeiten nerven. So, dann schauen wir mal hier in die Hafenstadt rein. Na, Mika? Dieses Mal lebst du noch. Au. Alarm! Schlimmer. Ihr redet einfach zu viel. Wer sagt denn sowas? Alarm! Wir sprechen uns noch. Ja, ja. Seufzt. Ja, ich glaube, das ist halt echt so eine Stadtwache, die unverwundbar ist. Ich glaube, er hat sich jetzt gerade verzogen. Gut. Okay, Vadras, erzähl doch mal ein bisschen was. Bitte. Gut.
Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Deine Ablösung ist da. Sind die Dinge jenseits der Berge im Nordosten geregelt? Ja, das sind sie. Raven ist tot und die Bedrohung ist abgewendet. Das sind wahrlich gute Neuigkeiten. Hoffen wir, dass sich derartige Dinge nicht wieder ereignen. Ja, wird schon passen. Hey! Du wirst jetzt in der Stadt bleiben? Einer von uns muss ja hier sein, wenn Vatras die Stadt verlässt. Eins wollte ich dir noch sagen. Und das Meer, das war wirklich das eine wahre Heldentat, die du in Jakendar vollbracht hast. Leider bin ich mit meinen Aufgaben hier in Korinnes noch nicht am Ende. Schon. Aber ich bin sicher, dass du auch diese meistern wirst. Bewahre. Wir werden sehen. Und Adanos gefiel, was entstanden war. Und er freute sich an allen Wesen gleichermaßen. So. Aber so groß war der Zorn Belians. Ich glaube, der will im Moment auch nichts mehr großartig machen. Und Belian sprach zu ihm. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Das wundert mich nicht. Ja, ich glaube, mit den anderen hier reden bringt auch nichts großartig. Von daher ab zum Großbauern. Dann geben wir nämlich mal noch das... Ich habe ja zwei Trollfälle da, aber eins muss ich halt noch abgeben, bevor ich es hier verkaufen kann. Deswegen werde ich jetzt erstmal keine Fälle verkaufen. Oder ich kann es halt nochmal zurückkaufen? Nee, wahrscheinlich nicht. Belias Einhaltgebiete. Und Belia sprach zu einem weiteren Wesen. Aber Adanos... Dann rennen wir jetzt einfach hier noch ein bisschen hin und her. Passt schon. Du schon wieder? Ja. Alarm! Alarm! Wir sprechen uns noch. Das werden wir ja sehen. Naja, ich glaube, es wäre doch praktisch, wenn dieser Charakter einfach mal zufälligerweise sterben würde. So, von hier aus geht's jetzt wo zum Großbauern? Okay, nach oben und dann rechts. Alles klar. So, das müsste es ja eigentlich sein. Na, noch nicht ganz. Nehmen wir diesen Weg. Ah ja, stimmt. Woher war ich aber auch lange nicht mehr. Lange, lange ist's her. Ja, aber ich muss gerade sagen, mit den Schnellreisedinger geht das doch relativ fix gerade, wenn ich mir das mal so anschaue. Das hätte er auch selbst wissen können. Das ist wirklich nicht mein Problem. Hätte ich mir jetzt etwas stressiger, oder hatte ich irgendwie ein bisschen stressiger in Erinnerung? So, Kott wird irgendwo noch irgendwas machen. Vielleicht mal hier irgendwelche Leute umhauen.
Ne, den haben wir ja schon. Da hinten den Typ, der Geld ein... einsammelt. Hm. Dich könnten wir vielleicht platt hauen. Rück mein Gold wieder raus. Jetzt, wo ich dir meine Stimme gegeben habe? Du mieser kleiner Penner. Mach ihn fertig! Bin dran. Mach ihn fertig! Hör nicht auf! Mach ihn fertig! Das wird ihm eine Lehre sein. Warte mal. Nee, ich will eigentlich plündern. So. 50 Gold hat sich das gelohnt. Hihihi. Du wolltest, glaube ich, das hier Schattenläufer-Fell haben. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Sonst alles im Griff? Quatsch hier, keine Arien. Geh und besorg mir das schwarze Trollfell. Ach, das war ein normales Trollfell und kein schwarzes. Okay, alles klar. Hey, du. Gut. Du hast gewonnen. Was willst du? Dann gucken wir mal gerade, ob der Großbauer irgendwas zu erzählen hat. Da vielleicht kriegen wir eine bessere Rüstung. Also nicht, dass wir die jetzt gerade brauchen, aber... Der Rot. Das war doch schon vorher krank. Ich habe so einiges gehört. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Von selbst ist er. Okay, du hast nichts Neues. Ich wundere mich aber gar nicht. Das habe ich früher auch immer was gehört. Alles klar hier auf dem Hof? Das will ich hoffen. Dafür bezahle ich dich schließlich. Ist hier eigentlich geh lieber nicht. Zu Torloff und frag ihn, ob's was. Zahl mir meinen Sold aus. Du kümmerst dich nicht um das. Ich hab Torloff gefragt, wie du dich machst, und er sagt, für Faulpelze gibt. Du wirst erstmal ein paar. Ich hab ja schon ewig auf Sold verzichtet, Kollege. Ich habe hier eine alte Münze. Mhm, zeig mal her. Oh ja. Die bringt auf dem freien Markt nichts mehr ein. Ich zahle dir eine Goldmünze dafür. Genauso viel, wie sie einmal wert war. Ein bisschen wenig. Wie wär's mit zwei? Nix da. Ich bin doch nicht bescheuert. Verschwinde. Tja. Hätte klappen können. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Das höre ich zum ersten Mal. So, Waffen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt da großartig was reißen könnten. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Okay, das hat sich jetzt tatsächlich nicht so sehr gelohnt. Er hat auf die falschen Leute gehört. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ich glaube, dann ist es wirklich langsam Zeit fürs Minental. Ich erzähl dir doch nichts. Und? Schon eine neue Aufgabe gefunden? Bis jetzt noch nicht. Sag mir Bescheid. Es kommt nur auf die Krasse. Aber ich hau gerade den einen Typ da hinten nochmal um, den Jack. Dann haben wir aber auch hier genug Leute verprügelt. So fürs Erste. Ich meine, der schuldet uns ja auch noch 10 Gold. Das wollen wir nicht auf uns sitzen lassen. Das.
hast jetzt davon. Stört das irgendjemand? Ich glaube nicht. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. So. Okay, so. Bist du jetzt zufrieden? Wahrscheinlich nicht, ne? Na? Immer noch große Fresse? Du bist ein Söldner, nicht wahr? Hätte ich mir fast denken können. Nicht schlagen, bitte. Ich gehe auch wieder arbeiten, okay? Gut. Es wird. Na du Schaf. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen doch nochmal zurück in die Stadt. Verkaufen die Felle. Und dann geht's ab ins Minental. Muss ja noch zwei Stündchen umschauen. Oh, Lurker. Immer diese Stream-Lurker hier. Na, das ist ja fast One-Hit.